Hallo und herzlich willkommen bei Schulgelaber. Warum ist Lernen wichtig? Wie schaffe ich es, mein Leben lang zu lernen? Wir erzählen unseren Schülerinnen und Schülern immer wieder, hey, lerne nicht für die Schule, lerne nicht für die Note, sondern du lernst fürs Leben oder die Zukunft. Aber warum fühlt sich dein Lernen in der Schule immer so wie ein bürokratisches System an, was dann irgendwie nicht so richtig voranbringt? Heute geht's ums Thema Lernen. Viel Spaß! Was braucht es überhaupt, um lebenslang lernen zu können und vor allen Dingen lebenslang lernen zu wollen? Neugierde. Aber wie schaffe ich es, Neugierde zu wecken und dauerhaft aufrechtzuerhalten? Auch hier, ähnlich wie der Schlüssel zum lebenslangen Lernen die Neugierde ist, gibt es auch hier einen Schlüssel, und zwar ganz einfach Interesse. Wenn ich an einem Thema Interesse habe, dann werde ich mich freiwillig mit diesem Themengebiet beschäftigen. Wenn mich etwas von Herzen interessiert, dann werde ich probieren, alles daran zu setzen, um die Dinge zu verstehen, um die Hintergründe zu ergründen und neue Dinge über diesen Bereich zu lernen. Meine kleine Tochter, 6 Jahre alt, die kann mir einiges über Greifvögel erzählen, weil sie, warum auch immer, riesiges Interesse an Greifvögeln hat. Sie erzählt mir Dinge, wo ich immer wieder denke, okay, mag stimmen, ich habe keine Ahnung davon, weil sie Interesse hat. Und wie gesagt, sie ist 6 Jahre alt und erzählt mir schon einiges von Dingen, wovon ich keine Ahnung habe, weil sie Interesse an diesem Thema hat. Wie schaffe ich es jetzt, in Schule Interesse zu wecken? Wir haben ja unsere pädagogische Freiheit, sieht ja vor, dass wir nicht zwingend Klassenarbeiten schreiben müssen, sondern wir können ja entweder eine Klassenarbeit zur Überprüfung oder eine andere Ersatzleistung bringen. Probier doch mal in der nächsten Phase deines Unterrichts Folgendes aus. Lasse die Schüler zu einem Thema etwas Interessantes heraussuchen. Lass sie einen Aufsatz schreiben über ein Themengebiet, was sie interessiert. Lass sie darüber einen Aufsatz schreiben oder es so ausarbeiten, dass sie mit jemandem diskutieren können, der eine komplett andere Meinung zu diesem Thema hat. Und du wirst feststellen, dass die Schüler vollkommen motiviert sind und dir Sachen zeigen werden, die du vielleicht vorher gar nicht von ihnen gedacht hast, dass die vorhanden sind. Wecke Interesse und du wirst sehen, dass sie freiwillig Dinge lernen. Probier es mal aus. Was bringt jetzt Neugierde? Motivation. Vielleicht werden zum allerersten Mal du selbst oder deine Schüler vor einem Problem stehen und dieses freiwillig lösen wollen und nicht, weil jemand anderes, so wie zum Beispiel der Lehrer, also du oder jemand anderes, es von dir verlangt haben. Du suchst dir dein Problem freiwillig, weil du eine Lösung dafür haben möchtest, weil die Neugierde dich erfasst hat und diese Neugierde würde dich unheimlich motivieren. Probleme, die sich vorher aufgetürmt haben und als vielleicht nicht lösbar erschienen haben, werden jetzt auf einmal genutzt, um sich weiterzuentwickeln, um ein Ziel zu erreichen. Und das sorgt dafür, dass du dich weiterentwickeln wirst. Ja, ganz gut und schön. Aber was bringt einem jetzt lebenslanges Lernen? Ganz einfach. Ich verrate euch ein Geheimnis. Probleme werden euch euer Leben lang begleiten. Ihr kommt nicht drum herum. Es wird immer Probleme und Schwierigkeiten geben. Wenn ihr aber gelernt habt, durch eigenes Fortbilden, durch Lesen, durch mit offenen Augen umherbewegen, durch rechts und links vorbeischauen, sich zu unterhalten, anderen Menschen vielleicht zu fragen, wie sie ihre Probleme gelöst haben, werden die Probleme, die sich am Hintergrund auftürmen und die Ziele dahinter und die weiteren Dinge, und Achtung, Spoiler, es wird immer Probleme geben, werdet ihr schaffen zu lösen. Beruhigend finde ich in diesem Zusammenhang auch, dass Probleme nicht nur für mich exklusiv sind. Probleme haben durchaus andere Personen schon gehabt, vielleicht genau die gleichen Probleme. Deshalb geh umher, frage andere Menschen, lese, schau rechts und links vorbei, wie eben schon gesagt, und du wirst feststellen, dass schon sehr, sehr viele Probleme, die irgendwann mal bestanden haben, schon von irgendjemand anders gelöst worden sind. Und das ist doch ziemlich beruhigend, dass man nicht allein da steht. Und es ist auch nicht schlimm, dass man vielleicht mal am Anfang scheitert, um sich dann weiterzuentwickeln. Ja, zu guter Letzt, wenn lebenslanges Lernen so großartig ist und wichtig und ja, vielleicht auch einfach ist, weil hey, ich muss ja nur ein bisschen Interesse wecken, ja, und dann bin ich motiviert und die Neugierde ist automatisch da. Warum schaffen wir es dann nicht? Es gibt genau 2 Situationen bzw. 2 Gründe, warum wir Schwierigkeiten haben mit lebenslangem Lernen. Punkt Nummer 1, uns fehlen Vorbilder. Und Punkt Nummer 2,
Es ist in der Gesellschaft nicht wirklich anerkannt, mit Problemen umherzugehen, beziehungsweise etwas nicht zu wissen. Deshalb mach ab sofort Folgendes. Geh als gutes Vorbild voran. Geh offenherzig umher, schaue rechts und links, sei das Vorbild, welches lebenslang sich weiterentwickelt, beziehungsweise lebenslang lernen möchte, weil er Bücher zu sich nimmt und diese liest, weil er nachfragt, weil er rechts und links hinschaut. Und gesteh dir ein, etwas auch mal nicht zu wissen. Frage nach, es ist nicht schlimm. Gerade in Schule ist das Nachfragen ja immer wieder auch mal vielleicht mit negativen Dingen behaftet. Nein, frage nach. Dinge sind dafür da, nachgefragt zu werden. Nur dann kann ich mein Wissen erweitern. Das war's für heute. Ciao.